Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Optimus Prime aus der Generations Line zu dem Spiel Kampf um Cybertron. Optimus Prime wird hier geliefert von Hasbro in einer sehr bulligen Cybertronian Truck Version, ziemlich cool gemacht. Die Figur selbst ist in einem Rot-Blau gehalten. Ziemlich cool, in dem Blau, ich versuche es euch mal zu zeigen, sind kleine silberne Kristalle mit drin. Das ist alles so einen metallischen, optischen Look hat. Auch in dem Rot, man sieht es hier sehr schön, wie es glänzt. Die Figur selbst hat ansonsten noch silberne Komponenten. Die Komponenten ebenso in dem metallischen Look. Und man sieht es hier. Die Räder sind natürlich auch schön detailliert, in schwarz mit roten Umrandungen und einem schönen Stern in der Mitte. Sieht ziemlich heroisch aus. Und auch die Räder sehen ziemlich detailliert aus mit den Platten unten drunter. Das heißt, das Profil ist deutlich zu sehen. Die Details an sich, man sieht es hier, sind natürlich auch sehr schön gehalten an dem Truck. Und auch hier hinten die Rückleuchten, sehr schön. Dann die Beine des Robotermodus ergeben quasi hinten wie so eine Art Motorblock. Finde ich auch ziemlich cool. Die Auspuffrohre, die hier passend an dem Truck-Mode vorhanden sind, auch sehr schön. Die silbernen Details natürlich hier nochmal an der Seite oder auch hier oben sind auch ziemlich cool gemacht. Vorne hat er quasi hier unten nur diese kleinen Lichter. Ansonsten hier an der Seite nicht ein Licht. Finde ich aber trotzdem, das gibt ihm ja keinen Abbruch. Ziemlich cool gemacht. Nicht wundern, wenn ihr die Figur selbst mal in Händen halten solltet. Hier an der Seite ist dieses Stück quasi angewinkelt. Auch an der anderen Seite. Das ist Absicht. Ich denke mal, das ist wie so eine Art Lufteinzug auch. Finde ich jedenfalls ziemlich cool hier. Und hier oben ist noch in einem, ja, wie so eine Art Orange-Rot. Dann auch mal hier wie so Lichter. Wie so ein Lichtgitter. Leuchtet quasi in dem Spielern dementsprechend auch hell. Finde ich ziemlich cool gemacht. Die Figur selbst wird geliefert mit einem Blaster. Das wäre dieser hier. Der Blaster hat einige nette kleine Funktionen. Das heißt eigentlich eine. Trotzdem sehr nice. Dieser Blaster lässt sich quasi verwandeln. Dazu einmal mal hier das hier rumdrehen. Hinten dran winkeln und loslassen. Und schon hat man quasi wie so ein wie so eine Turmkanone, die oben auf dem Laster quasi montiert werden kann. Man sieht sie oben auf dem Bild. Und sie hat ein nettes kleines Automorph-Feature. Das heißt, wenn ihr das hier einmal rumklappt, verwandelt sie sich automatisch. Finde ich ziemlich geil. Das hätte man auch bei den Mechtech-Figuren, auch bei den Waffen so lösen können. Schade, trotzdem ziemlich geil. Die Figuren der Fall of Cybertron und Kampf um Cybertron sind leider qualitativ nicht so hochwertig. Das heißt, das Plastik ist deutlich dünner als bei anderen Transformers-Figuren. Allerdings muss ich sagen, ist Optimus Prime hier eine sehr große Ausnahme. Es wundert mich selbst, aber das Plastik ist sehr stabil. Es fühlt sich griffiger an, es ist deutlich besser als bei den anderen Figuren dieser Line. Finde ich cool. Die Waffe kann man noch hier oben befestigen. Und er hat sie dann quasi im Truck-Mode einmal hier oben drauf befestigt. Und ja, ich finde es eigentlich ziemlich nice. Mir gefällt's. Man kann natürlich auch die Waffe einmal rumklappen und so nach vorne machen, wem es besser gefällt. Mir allerdings jetzt nicht. So, dann kommen wir jetzt einmal zur Transformation. Die Transformation ist ein bisschen komplizierter. Ja, wo fangen wir am besten mal an? Einmal hier oben das Dach einmal rumklappen. Dann einmal hier die Seiten lösen. Diesbezüglich bitte vorsichtig sein. Hier unten sind kleine Pins drin, die quasi unten in dem Plastik richtig schön verankert sind. Da bitte aufpassen, dass ihr die nicht kaputt brecht. Das kann sehr schnell passieren, deswegen da bitte aufpassen. So, anschließend heben wir hier vorne die Motorhaube hier mal auf. Auch hier sind kleine Packs, die ihr vorne einmal, ihr seht selbst, in dieser Stoßstange versenkt werden und dadurch alles sehr stabil miteinander verbinden. Dann, wenn ihr das soweit einmal umgeklappt habt, dann einmal die Seiten nach vorne winkeln.
So. Dann einmal erstmal so schräg anwinkeln. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Dann einmal die Seitenkuppeln nach außen. Vorher allerdings, das habe ich vergessen, die Räder anwinkeln nach oben. So zur Seite. Dann diesen Auspuff einmal herumdrehen. Und ihr seht das hier. Hier ist ein kleiner Schlitz. Und hier auf diesem Pad einfach oben drauf drücken. Und schon hält er richtig fest. Das gleiche auch nur auf der anderen Seite. Räder nach oben erstmal winkeln. Dann zur Seite weg. Und hier einmal rumdrehen. Und festigen. So, dann einmal hier die Rückleuchten zurück. Dann anschließend einmal die Beine in der Mitte teilen. Wichtig hierbei, bitte darauf achten, ich zeige es euch auch hier. Hier sind kleine Haken, die werden quasi in Oberschenkeln des Roboters verstaut. Die bitte einmal dann vorsichtig lösen. Klappen wir nochmal die Räder auf, damit es ein bisschen leichter geht. So, dann einmal das Knie rausziehen. Und dann wieder die Räder rumklappen. So, dann einmal das Bein gerade und hier unten einfach den Fuß rumklappen. Das gleiche hier. Noch einmal dann zur Vorsicht lieber das Aufklappen, dann einmal das Lösen, das Knie nach oben ziehen und wieder verstauen und den Fuß nach unten. So, die Füße sind jetzt einmal transformiert. So sieht er quasi später dann aus. Jetzt kommen wir einmal zur restlichen Figur oben. Die ist ein bisschen komplizierter, die Stelle. Dazu drehen wir einmal hier oben dieses, erstmal die Seite ein bisschen zur Seite drehen. So, dass es hier vorne quasi nicht mehr eine gerade Linie mit der Außenfläche bildet. So, jetzt könnt ihr quasi einmal hier oben dieses ganze Teil nach oben liften. So. Und die vorderen Frontbleche ein bisschen anheben. Anschließend hier die Seiten einmal öffnen. So. Dann die seitlichen Arme nach außen drehen. So. Dann einmal die seitlichen Reifen von vorn nach hinten drehen. Und schon könnt ihr die Arme einmal nach unten winkeln. Ziemlich simpel. So, dann sieht es einmal so aus. Bis jetzt ziemlich kompliziert, allerdings wird sich das gleich ändern. So, jetzt kommt der wichtigste Schritt von allen. Dieses Segment hier oben ist ziemlich kompliziert von der Verwandlung. Das ist eigentlich das Schwierigste an dieser ganzen Figur. Mag ich auch nicht sonderlich, aber nun gut, man kann nichts dran ändern. Ganz einfach dieses Teil einmal komplett herumdrehen. Einmal erst seitlich. Und wenn man es seitlich hat, kommt es der wichtigste Teil. Einmal dieses Teil komplett nach außen ziehen. So. Ganz wichtig, sonst brecht ihr dieses Teil ab. So, jetzt dann einmal diese ganze Sektion rumdrehen, dass dieses Teil hinten ist. Dann einmal hochwinkeln. So, jetzt könnt ihr einmal die Arme nach unten drehen. So. Jetzt am besten die Füße einmal rumdrehen mit dem ganzen Segment. So. Jetzt einmal die Schultern nach oben winkeln. Dieses obere Teil nach unten, um die Schultern selbst zu bilden. Das gleiche einmal hier. So, dann könnt ihr jetzt einmal die Räder nach hinten winkeln. So, um quasi das Rückenmodul zu bilden. So, wie gesagt, die Schultern dann einmal rum. Am besten dreht ihr erst diese Räder nach hinten, bevor ihr die Schultern bildet, ist dann etwas leichter. Jetzt auf der Rückseite diese Klappe nach oben und anwinkeln. Ebenso hier nach oben drehen und anwinkeln. So, das wäre jetzt einmal dieser Teil. Jetzt dreht ihr hier oben dieses ganze Vorderteil, diese Brusthaube, einmal herum.
drückt jetzt hier unten den Torso einmal nach oben. So. Und jetzt habt ihr hier eine Vertiefung. Hier. Und ihr habt jetzt hier unten hier wie so ein kleines Viereck. Da drückt ihr jetzt quasi einmal die Fronthaube hinein. Und befestigt beides miteinander. So. Dann dreht ihr hier die Stoßstange des Fahrzeugmodus nach unten. Und jetzt könnt ihr hier die Seitenteile rumdrehen, um quasi den Gürtel zu bilden. So. Das ist jetzt das Unterteil. Jetzt könnt ihr noch die Fäuste einmal rausdrehen und den Arm einmal rumdrehen. Das gleiche hier. Faust nach unten und den Arm einmal herumdrehen. Und schon sind die Arme fertig. Jetzt den Kopf einmal noch nach oben winkeln und nach vorne. So, die Schulter hier nochmal anlegen. So, und jetzt kommen wir nochmal auf der Rückseite. Dieses ganze Rückenmodul, ich weiß nicht, wo der Sinn dabei ist. Ihr habt aber allerdings hier oben einen kleinen Pin. Und den könnt ihr theoretisch hier im Kopf befestigen. Ja, der Kopf würde dann ziemlich festsitzen und das Rückenmodul auch. So. Allerdings ist der Kopf dann nicht mehr drehbar. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Weil er ist dann, wie gesagt, steif. Deswegen mache ich das lieber hinten raus. Und dann könnt ihr den Kopf richtig schön wegen dem Kugelgelenk nach oben, unten und so weiter drehen. So. Und schon ist eigentlich Optimus Prime auch verwandelt. Das war's eigentlich schon. So, ich zeige euch die Figur jetzt einmal. Na, wenn er jetzt mal stehen bleibt. Bei mir auf meinem Untergrund natürlich jetzt nicht so schön, da ich natürlich kein richtiges Fotostudio oder Videostudio habe. Dadurch steht die Figur natürlich nicht so praktisch. So, die Waffe könnt ihr ihm, wie gesagt, noch in die Hand geben. Einmal dann entweder in die Hand selbst, was ich persönlich am besten finde. Oder wenn ihr es annähernd wie im Spiel haben wollt, könnt ihr, hier oben sind kleine Löcher, ich zeige euch das mal. So, da könnt ihr die Waffe dann auch hineinstecken. So, und dann ist die Waffe quasi an der Seite am Arm. Was quasi dem Spiel eigentlich ja, nahesten kommt. Finde ich allerdings persönlich nicht so schön. So, ihr seht schon, die Schultern lösen sich leider immer sehr schnell, weil die sind nicht festgesteckt. Die liegen nur quasi auf. So, die Figur an sich. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Details von der Figur. Yep, erstmal gerade hinstellen. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Die Waffe kurz befestigen. So, kommen wir jetzt wie gesagt einmal zu der Figur und den Details. So, die Figur selbst, die Beine erinnern sehr stark an den klassischen G1 Optimus Prime. Vom Design her, vorne mit den Lufteinschüben, finde ich sehr schön gemacht. Auch die Füße hier unten haben so ziemlich die gleiche alte Form von früher. Die Räder sind schön nach hinten geklappt. Hier habt ihr natürlich dann auch ein sehr schönes Profil der Beine. Hinten sind die Füße komplett ausgehöhlt, das heißt nicht hohl, finde ich auch sehr schön. Die Knie sind auf zwei Doppelgelenken, hat auch was. Dadurch sind schönere Posen natürlich da möglich. Ansonsten, der Torso ist hinten mit dieser Klappe leider belegt. Sieht es nicht so schön aus, allerdings, ja, man kann das Beste draus machen. Die Figur sieht vorne dementsprechend auch besser aus. Gefällt mir sehr gut, denn die Details bei der Figur hat einfach was. Ihr seht selbst, vorne mit den roten Lichtern, unten in der Hüfte nochmal überall die roten Neonleuchten und einmal dieses Rippenmuster, sehr geil gemacht. Auch hier sind diese rot-orangenen angedeuteten Lichter aus dem Spiel, die silbernen Frontscheiben, finde ich auch sehr geil angebracht. Dadurch hat es so etwas den Optimus Prime Stil aus dem aus der G1-Line, denn im Truck-Mode hat er natürlich keine Fenster. Deswegen finde ich ziemlich geil gemacht. Ansonsten die Figur selbst, der Kopf, auch sehr geil gemacht.
Na, komm mal. Der Zoom will heute mal wieder nicht so. So, ihr seht selbst, die Figur hat einen sehr schönen, detaillierten Kopf. Bei mir ist leider hier vorne ein wenig Farbe ab, aber die kann man leicht wieder aufbringen mit zum Beispiel Citadel-Farben. Die haben den gleichen Farbton, hält auch Bombe, auch wenn es Acrylfarben sind. Ja, ihr seht selbst hier an der Seite, an der Backe, dieses Rippenmuster im Kopf, einfach nur geil. Die verlängerten Hörner passen verdammt gut, hier diese Antennen, zu der Figur, finde ich besser als so extrem kurz. Man sieht ja hier theoretisch kurz angedeutet und hier die Verlängerung, finde ich persönlich sehr viel schöner. Der Kopf selbst oben natürlich mit dieser typischen Prime-Stirn. Er sieht sehr aggressiv aus, gefällt mir sehr. Er hat auch das Lightpipe-Feature. Ich habe jetzt natürlich leider kein Licht zur Hand, aber ja. Wie gesagt, ihr habt hier oben das Lightpipe-Feature. Da könnt ihr die Figur natürlich dementsprechend auch beleuchten lassen von oben. An der Seite hat die Figur ein schönes Autobahn-Symbol an jeder Schulter. Es wirkt, als wenn es leuchtet auf dem Rot. Gefällt mir sehr. Ja, die Arme auch sehr schlicht, aber trotzdem sehr bullig. Gefällt mir. Auch an der Seite mit den silbernen Details. Die Ellenbogen, finde ich, auch sind richtig geil von Details gelöst. Und natürlich die Schultern gefällt mir auch extremst. Ihr könnt sie anwinkeln, ihr könnt sie nach oben winkeln, ihr könnt so ziemlich alles damit machen. Ich finde es so persönlich besser. So ist auch die eigentliche Transformation. Wie gesagt, gefällt mir sehr. Das Rückenmodul natürlich hat auch sehr viele Details. Gefällt mir auch. Die Waffen könnt ihr übrigens auch hier vorne in dem Rad befestigen. Was ich auch eine coole Sache finde. Dadurch könnt ihr quasi diese Waffe auch an das Schulterpad quasi dran machen und ihm quasi über die Schulter zeigen lassen. Wenn ihr zwei davon habt, natürlich dann auf beiden Seiten. Finde ich, wie gesagt, sehr schön. Ihr könnt aber auch die Waffe nach unten winkeln, als wenn sie quasi verstaut wurde. So, an dem Rücken selbst ist jetzt nichts wirklich sonderlich Bombastisches. Es ist sehr schlicht gehalten, gefällt mir trotzdem sehr gut. Und die Figur selbst ist für meine Verhältnisse mit der schönste Prime, den es eigentlich bis jetzt gibt. Er sieht einfach schön aus, erinnert mich auch sehr stark von dem Grunddesign an den Protoform Prime aus der ersten Movie-Line. Sehr schön gehalten, gefällt mir tierisch. Wie gesagt, für mich der beste Prime von allen. Der Fall of Cybertron Prime, der ist ein wenig quadratischer vorne, weniger Details, leichter zu transformieren. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Wie gesagt, ist einer der schönsten Primes. Von der Beweglichkeit her ist auch sehr viel möglich. Ihr könnt einmal hier wegen der Transformation einmal den Fuß winkeln. Macht natürlich auch so für die Füße, wenn ihr ihn hinstellen wollt, auch eine ganze Menge her. Ihr könnt das Knie, wie gesagt, anwinkeln. Ihr könnt auch nochmal das Knie leicht zurückwinkeln, weil ihr halt ein Doppelknie habt. Dann die Faust könnt ihr um 300, nicht ganz, sagen wir mal eher im 45-Grad-Stil winkeln. Problem ist, hier oben dieses vordere Teil blockiert quasi die Faust. Sehr schade, aber trotzdem ziemlich geil gemacht. Dann habt ihr ein Ellenbogengelenk ganz normal drin, wo ihr im 90-Grad-Winkel den Unterarm winkeln könnt. Dann könnt ihr natürlich einmal den Arm um 360 Grad drehen. Ihr könnt ihn zur Seite anwinkeln im 45-Grad-Winkel. Ja, und der Kopf, wie gesagt, ist auf einem Kugelgelenk. Lässt sich dadurch ziemlich gut bewegen. Leider ist dadurch das Risiko sehr groß, wie bei mir zum Beispiel, dass der Kopf relativ lose ist. Ansonsten hält der Kopf aber relativ gut. Ein Hüftgelenk hat die Figur theoretisch auch. Nur dadurch, dass hier unten das quasi festgesteckt wird, kann man dann leider die Hüfte nicht mehr bewegen. Das war es eigentlich schon von der Beweglichkeit her. Ihr könnt theoretisch auch noch die Kniegelenke, falls sie euch nicht gefallen, nach unten klappen. Dann seht ihr quasi jetzt die Unterschiede. Könnt ihr auch machen. Das ist euch überlassen. Mir gefällt es allerdings besser, wenn sie nach oben gewinkelt sind. Ja, so viel dazu. Jetzt möchte ich euch natürlich einmal die Verpackung nicht vorenthalten. Die Verpackung wird in einem sehr edlen Design geliefert.
Man kennt natürlich das Typische, unten Fahrzeugmodus, oben Robotermodus. Natürlich nochmal schön erklärt hier der Armored Truck Mode. Dann die Waffe, die natürlich oben angewinkelt ist. Dann natürlich, was ich auch sehr interessant finde, man sieht natürlich jetzt keine große Balken, wie auch immer, mit Zahlen hinten dran. Nein, man sieht es einfach nur als kleine Tabelle aufgelöst. Finde ich trotzdem nicht schlecht. Und ansonsten oben ein typischer Text. Hier, weil es die amerikanische Version ist, natürlich nur in Deutsch. Und dann kann man natürlich hier auch noch Converts to Blaster. Das ist quasi eine Anspielung auf den unteren Text der Waffe. Weapon Attached Vehicle. Dann habt ihr natürlich oben, seht ihr selbst, Cybertronian Optimus Prime einmal als Erklärung. Und an sich ist die Verpackung vorne eine ganz normale Blisterbox. Optimus Prime wird hier geliefert in der Roboterform in der Box, nicht im Fahrzeugmodus, wie man sonst kennt. Und unten natürlich nochmal die Erklärung Cybertronian Optimus Prime als Autobot und oben das richtig schöne Boxart. Hier, man sieht es auch selbst, was sehr ungewöhnlich ist für eine Deluxe-Class-Figur. Es hat Stufe 4 Advanced. Ihr habt selbst in der Transformation gesehen, die Figur ist relativ schwer zu verwandeln. Ich muss sagen, die Figur selbst gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, es ist eine meiner liebsten Figuren, die ich überhaupt von Transformers mittlerweile habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe der Figur im Fahrzeugmodus sowie im Robotermodus 10 von 10 Punkten. Beide Designs sind absolut gut ausgeklügelt. Vom Spiel zur Figur perfekt umgesetzt. Einfach geil. Und was ich auch sagen muss, bei dieser Figur hier hat Hasbro mal das allererste Mal gegenüber der Verpackung, das heißt dieser Abbildung und der Figur, nicht ein Detail verändert. Das heißt, es ist alles absolut identisch. Genauso wie es auf der Verpackung abgebildet ist, ist die Figur 1:1. Es fehlt gar nichts. Alle Designs sind gleich. Ich muss natürlich dazu sagen, die Knie. Die Knie haben hier nur jeweils ein Quadrat und die Figur hat hier zwei. Muss ich allerdings sagen, gefällt mir besser. Das ist sogar das erste Mal, dass bei einer Figur im Nachhinein mehr Details dran sind wie auf der Verpackung. Einfach nur genial. Diese Figur ist mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Falls ihr sie bekommt, dann ist es meistens für 80 Euro plus. Wenn ihr sie günstiger bekommt, müsst ihr schon verdammtes Glück haben. Wenn ihr sie allerdings bekommen könnt und ihr wollt sie definitiv haben, holt sie euch. Es lohnt sich. So viel dazu. Wieder wie immer, Fragen, Kritiken bitte einmal in die Kommentare. Und ich versuche natürlich wie immer darauf einzugehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rexfor.